Time-Blocking bringt die Aufgaben in den Kalender. Wenn ich Time-Blocking nutze, brauche ich keine Aufgabenlisten und keinen Taskmanager. Da habe ich schon viele Videos hier auf meinem YouTube-Kanal zu gedreht. Die Victoria, die hat jetzt eine Frage dazu, und zwar, wie sie mit Folgeaufgaben oder so Aufgabenketten umgeht, ob das überhaupt mit Time-Blocking funktioniert. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge habe ich, wenn ich mehr Fokus habe. Mehr Selbstmanagement, bessere Selbstführung, und dazu gehört Timeblocking, weil das macht Aufgabenlisten und Taskmanager, die wir unbedingt vermeiden sollten, unnötig, überflüssig. Und das ist gut so. Ja, die Victoria, die findet das auch toll, aber sie hat ein kleines Thema damit, eine kleine Herausforderung, und zwar mit Folgeaufgaben. Also mit so einem kleinen Projekt, was sich über mehrere Wochen, vielleicht auch ein, zwei Monate hinzieht. Und sie hat gefragt, wie sie damit umgehen soll. Den genauen Wortlaut ihrer Frage, den findet ihr unten in der Beschreibung zu dem Video. Ich werde aber mal das kurz zusammenfassen. Die Victoria, die hat ein kleines Projekt, die will die Fenster in ihrem Haus erneuern. Ja, das ist also nicht mit einem Zeitblock getan, da kümmert man sich einmal und dann ist das erledigt, sondern das kommt ja immer wieder. Und das ist natürlich, das Time-Blocking muss man dann ein bisschen anders nutzen. Und sie hat gefragt, wie gehe ich damit um? Dass mir nämlich nicht immer, wenn ich den einen Zeitblock habe und ich habe was angestoßen, dann kommen Rückfragen, dann muss ich wieder irgendwas machen, dann hängt mir das die ganze Zeit im Hinterkopf. Wie kann ich so kleinere Projekte, die sich über mehrere Wochen, ein, zwei Monate hinziehen, mit Time-Blocking lösen? Wenn ich das jetzt machen würde, wenn ich die Fenster in meinem Haus oder hier im Büro oder so austauschen müsste, würde ich jetzt Anfang der Woche oder am Sonntagabend, wenn ich meine Woche plane, würde ich gucken, okay, ich gehe das diese Woche an und ich lege mir mal zwei Zeitblöcke fest. Ja, vielleicht jeweils eine Stunde oder anderthalb, und ich habe vielleicht Dienstag oder Donnerstag Zeit. Ich würde Dienstag das ganze Projekt anstoßen und sagen, so, jetzt geht's los. So, und dann, wenn ich damit fertig bin, dann mache ich meine anderen Kram. Jetzt kommen natürlich, weil ich vielleicht E-Mails verschickt habe, Anfragen angeholt, Angebote reingeholt habe, jetzt kommen Rückmeldungen. Größtenteils per E-Mail, vielleicht auch per WhatsApp, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt kommen Rückmeldungen, vielleicht auch Rückfragen. Die würde ich alle ignorieren, die würde ich irgendwo sammeln und ignorieren und auf keinen Fall mich beschäftigen, bis der nächste Zeitblock kommt. Weil dann beschäftige ich mich wieder damit. Und das Gute ist, wenn jetzt die Anfragen kommen, habe ich gar kein Problem damit, die zu ignorieren, weil ich ja im Hinterkopf weiß, ich habe ja noch den Termin. Und dann kümmere ich mich drum. Und nicht vorher. Nicht, wenn die Rückmeldungen kommen. Ich lasse mich sozusagen nicht vom E-Mail-Eingangskorb steuern, wenn die Rückmeldungen kommen, sondern durch meinen Kalender, durch meine bewusste Entscheidung, mich dann wieder drum zu kümmern. Jetzt im zweiten Termin, Donnerstag, jetzt bin ich da und dann muss ich vielleicht Rückfragen stellen oder andere Dinge anstoßen. Auch hier merke ich, es funktioniert nicht, dass ich jetzt das abschließe. Jetzt muss ich nächste Woche noch rein. Jetzt würde ich sofort hingehen und sagen, okay, nächste Woche reicht ein Termin, brauche ich zwei, brauche ich drei, je nachdem, und packe mir wieder die Zeitblöcke rein. Und dann verfahre ich so, bis ich das abgeschlossen habe. So würde ich das machen, bei so kleinen Projekten. Jetzt gibt es noch natürlich einen Sonderfall. Ich habe große Projekte, vielleicht ein Projekt, was ein halbes Jahr oder noch länger dauert. Ich habe unser Fachwerkhaus ja saniert, komplett kernsaniert. Vor 4, 5 Jahren war das. Und da habe ich meine ideale Woche. Das ist ja nochmal Time-Blocking etwas anders für ganz wiederkehrende Termine, die immer, immer wieder kommen. Ja, das ist die ideale Woche. Auch dazu gibt es hier Videos. Da strukturiere ich, designe ich meine Woche mal vor für die Aufgaben, die sowieso immer wieder kommen, dass ich da nicht immer extra Zeitblöcke einlegen muss, sondern diese stehen fest in meinem Kalender als wiederkehrende Termine. Das ist die ideale Woche. Und findet ihr übrigens auch hier natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Und da bin ich hingegangen und habe mir jeden Tag einen Zeitblock gesetzt in meiner idealen Woche und dann auch in meinem richtigen Kalender, wo ich mich um die Sanierung gekümmert habe, wo ich zur Baustelle gefahren bin, die Handwerker beauftragt habe, abgesprochen habe mit den Handwerkern, mit dem Architekten oder der Architektin in dem Fall. Solche Sachen habe ich da alles gemacht. Und als das Projekt dann, das hat 9 Monate gedauert, als das abgeschlossen war, wunderbar, habe ich meine ideale Woche neu entworfen und dann ohne meine Bauleitungsblöcke dann da, ne? So kann man das bei größeren Projekten machen und die immer wiederkehrenden Aufgaben, ne? Aber bei so kurzen, über ein paar Wochen laufenden Projekten würde ich so vorfahren, wie ich es gerade geschildert habe.
Wenn ihr jetzt Fragen zum Timeblocking, zur idealen Woche oder zum Selbstmanagement allgemein habt, schreibt mir eine E-Mail an fraglars@larsbobach.de. Ich freue mich drauf und bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.